Man muss Frau Kamm-Karrenbauer eine faire Chance geben. Aber es ist natürlich auch klar, das Verteidigungsministerium hat eine ganze Reihe von offenen Baustellen. Es ist kein einfaches Ministerium. Die Soldatinnen und Soldaten müssen mitgenommen werden. Und wir erwarten von Frau Kamm-Karrenbauer, dass sie sich mit aller Kraft diesem schwierigen Ministerium widmet und entsprechend dafür sorgt, dass die vielen Probleme vom Beschaffungswesen bis zur Motivation bei den Soldatinnen und Soldaten tatkräftig angegangen werden. Es ist erkennbar, dass Frau Kamm-Karrenbauer ihre Meinung geändert hat. Was die Ursache ist, darüber kann man nur spekulieren. Meine persönliche Vermutung ist, dass Frau Kamm-Karrenbauer innerhalb der CDU nach ihrem etwas glücklosen Agieren als Vorsitzende sehr unter Druck stand und jetzt glaubt, als Ministerin eine zweite Chance zu bekommen und sich zu bewähren. Die ganze Große Koalition leidet darunter, dass sie bis jetzt ideenlos zerstritten und bei den wichtigen Maßnahmen nicht vorankommt, weder beim Klimaschutz noch im Bereich der Stärkung der Europäischen Union oder auch bei anderen wichtigen Fragen, wie das endlich die explodierenden Mieten in den Griff bekommen werden. Und deshalb würde man sich wünschen, als Bürgerin, als Bürger, dass diese Große Koalition endlich Tritt fasst und endlich regiert.